Sehr geehrte Frau Dr. Schapodot-Gerlings, liebe Barbara, viele Mitglieder unserer Achromatopsie-Selbsthilfegruppe haben dich als umsichtige Diagnostikerin, gewissenhafte und kompetente Augenärztin, menschlich zugewandte Begleiterin und sachgerechte Gutachterin kennengelernt. Manche kennen dich auch als Ausrichterin des Essener Sehbehindertentages. Es gibt in Deutschland leider nur sehr wenige Augenärztinnen und Augenärzte, die die seltene Sehstörung Achromatopsie so zielgesichert diagnostizieren, wie du es tust. Nur wenige beraten die Betroffenen und deren Angehörige so kompetent. Bei deinen Patientinnen und Patienten war es dir immer sehr wichtig, dass sie für die verschiedenen Alltagssituationen optimal versorgt sind. Und das heißt für uns Achromatinnen und Achromaten für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Untersuchungstag bei dir in der Klinik. Das ist schon fast 10 Jahre her. Nach dem üblichen Sehtest im Untersuchungsraum sagtest du damals zu mir: Herr Merkelbach, jetzt verlassen wir den Ponyhof und gehen für Sie ins richtige Leben. Es war ein sehr schöner Sonnentag, so wie heute. Du nahmst eine große Sehtesttafel und wir gingen gemeinsam vor das Klinikgebäude. Im vorgeschriebenen Abstand stelltest du dich vor mir auf, die weiße Tafel mit den Landoldringen in den Händen. Herr Merkelbach, was sehen Sie jetzt? Und ich antwortete: Jemanden in Weiß, vermutlich eine Frau. Sie hat was Weißes in der Hand. Ob da etwas drauf zu lesen ist, kann ich nicht erkennen. Diese spezielle In-vivo-Diagnostik war für mich ein im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtendes Erlebnis. Davon habe ich immer wieder in meiner Vereinsarbeit berichtet. Als Vorsitzender der Achromatopsie-Selbsthilfegruppe möchte ich mich für all dein Engagement bedanken. Du hast uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nicht zuletzt hast du für 2 Filme mit mir vor der Kamera gestanden. Auch so hast du dazu beigetragen, dass die sehr seltene Sehstörung Achromatopsie in der Öffentlichkeit ein wenig mehr bekannter wird. Diese gemeinsame Arbeit hat unsere freundschaftliche Beziehung sehr geprägt. Mit diesem schönen Urlaubsfoto wünschen wir dir und deinem Mann Thomas einen wunderschönen Ruhestand mit Gesundheit, Kraft und Lebensfreude. Wir werden dich als unsere Frau Dr. Schapodot sehr vermissen.